Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Medieval Dynasty mit unserer, wir hacken uns durch unsere Mine. Wir brauchen Steine für unsere Häuser. So, hier wird schon fleißig gearbeitet. Ich darf doch mal, weil ich muss mir jetzt auch mal ein paar suchen hier. Da haben wir nochmal eine Kupferader. So, und hier haben wir nochmal eine Zinnader. Ich nehme einfach alles mit, was jetzt bei den drei nicht auf dem Baum ist. So. Ja, hier haben wir nochmal Kupfer. So. Ist auch so schön hell hier. Oh, es ist angenehm. Wenn man mal bedenkt, das letzte Mal, wo wir hier Steine gehackt haben... Oder für Steine für die Häuser. Ja, das hat noch so lange gedauert. Und war auch so krass dunkel. Und jetzt brauche ich noch nicht mal die Fackel rausholen. Herrlich, herrlich. So, aber wir müssen jetzt auch gucken, dass wir hier fix vorankommen. Oh, das ist schon die letzte Ader. Weil mehr packe ich gerade nicht an Material. Ich muss ja hier auch wieder raus. Aber ist gar nicht so schlimm. Wie gesagt, gehen wir hier so 3, 4, 5 mal rein, dann dürfte es eigentlich auch passen. Und am Eingang haben wir auch gleich noch welche. Okay. Hm. Na komm. Ich habe draußen notfalls das Pferd. Zum Lager komme ich auf jeden Fall. Also wie gesagt, das mit der Mine ist mega cool. Dadurch, dass jetzt auch schon die erste Schmiede quasi in Betrieb ist, unsere Produktion jetzt langsam auch so ein bisschen endlich mal angekurbelt wird, können wir jetzt auch demnächst auch noch mehr Leute für die Marktstände reinsetzen. Oh, es wird alle traumhaft, alle traumhaft. So, nochmal 18 Kupfer. Mhm. Steine. Und noch mehr Zinn. So, jetzt können wir mal gucken. Wir haben schon 27 Eisenbahnen und 55 Eisenerz. Na, alter Schwede. Das ist doch optimal. Das ist doch optimal. Na gut, denn wir holen uns aber trotzdem noch ein paar Steinchen mehr. Weil Steinchen finde ich ehrlich gesagt ein bisschen zu schade. Die von der Mine holen zu lassen. Und da fahren wir ja unsere Gräbungsschuppen. Die immer schön Steinchen sammeln. Aber bald muss ich von den ganzen Steinen auch irgendwann mal runter, weil irgendwann haben wir das Limit ja auch erreicht. Wir haben ja das Limit jetzt mittlerweile sogar auf maximal gestellt. Was wir erreichen können. Und ja. Ich gehe mal davon aus, ich werde das Limit erreichen. Also bis jetzt hardware-technisch kein Problem. Ich hatte eigentlich eher befürchtet, dass das hardware-technisch ein bisschen Probleme geben könnte. Aber das ist hardware-technisch gar kein Problem. Bis jetzt, also... Ich hatte schon damit so ein bisschen gerechnet. Weil normalerweise, wenn man in irgendwelchen Spielen ein klein wenig an den Reglern rumspielt, dann merkt man das auch prinzipiell auf der Hardware. Hier wird man auch ausdrücklich gewarnt, dass es dann mehr Hardware frisst. Aber, nö, mein System kommt damit ganz gut klar. Also so viel Erhöhung ist da jetzt nicht zu sehen. Und somit habe ich auch kein Problem, es einfach auf Maximum zu stellen. Ja gut, wir sind ja eigentlich bei weitem... Wie viel können wir in der Verwaltung halten? Ja, 130 Gebäude sind es nur. Wir sind jetzt schon bei der Hälfte, also... Und wie gesagt, ist schon auf Maximum gestellt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt durch irgendeine Quest vielleicht nochmal, wenn Erbe oder so da ist, ob wir dann nochmal ein paar mehr Häuser haben dürfen. Aber auch da ist irgendwann Ende, ne? Vielleicht müssen wir dann auch irgendwann Häuser ersetzen.
um halt größere Familien vielleicht zu machen. Das wäre vielleicht auch noch eine Überlegung, aber dabei sind wir ja noch bei weitem nicht. Erstmal sind wir noch bei der Hälfte. Und dann wollen wir mal schauen. So, jetzt noch einmal rein hier, nochmal alles rausholen. Ich glaube, ich mache heute den ganzen Tag hier. Entweder Spitzhacke geht kaputt, nein, Spitzhacke wird nicht kaputt gehen. So schnell nicht. So, jetzt gehen wir erstmal hier rein. Oder hier lang. Ich kann mich jetzt in meine eigene Mine verirren. Mhm, hier haben wir nochmal Zinn. Auf dass sich das lohnen tut. So, noch mehr Zinn. Ja, können wir gut wieder Bronze machen. Können wir wieder gute Bronze machen. Hier haben wir nochmal Kupfer. Gut. Hier haben wir nochmal Salz und Kupfer. Gut, ich muss mir mal kurz hier ein bisschen ausschnauben lassen. So, jetzt kann ich weitermachen. Gut, und hier auch nochmal. Dito. Wir sind schon überladen, aber den nehme ich noch mit. Da müssen wir aber jetzt schon raus. Ah ne, hier. Ich muss ja immer nur auf die Pfeile achten. Hehe. Das heißt, einmal gehen wir dann noch rein, dann wird es jetzt auch schon langsam dunkel. Aber ich denke mal, das dürfte jetzt dann an Stein, was wir jetzt haben, wieder dann eingebracht haben, dürfte dann hoffentlich auch reichen. Unser Pferd steht hier immer noch einfach nur so. Ja, okay, passt ja. Passt ja. So. Na gut, dann jetzt hier nochmal Truhe. Alles reinschmeißen. Das sind nochmal 50 Steine, die wir jetzt circa rausholen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Na, 248 Steine. Also wenn wir jetzt noch einmal reinrennen und uns jetzt nochmal dick fett was rausholen, dann dürfte das erstmal wieder reichen, bis wir die 200 Steine verarbeitet haben. Um Gottes Willen, das wird eine ganze Weile dauern. Und hier haben wir auch gleich Zinn am Eingang übersehen. Das geht ja noch nicht. So, hier war jetzt nichts weiter. Dann gehe ich jetzt mal den Stollen jetzt hier nochmal runter. Aha. Ich hatte doch eben sogar Eisen gefunden. Also es muss, glaube ich, tiefer liegen. Na gut, wir können auch nur Zinn holen. Eisen machen ja unsere Leute. Deswegen ist das nicht so schlimm. Und mal sehen. Ah, hier ist Eisen. Siehst du, jetzt haben wir doch Eisen. Gut. Dann hole ich mir hier mal kurz das Eisen raus. So, hier nochmal Salz. Gut. Kurz mal ein bisschen verschnaufen hier. Na schade, dass es erst, wenn man die Mine hat, das Eisen erntbar ist. Alter, das dauert ja wirklich schon lange mit einer Mine. Na komm, ich mach mich bis zur Grenze voll. Ah, ein krieg ich noch hin, ein krieg ich noch hin. Das wird schon lange genug dauern. So, mehr kriege ich aber auch nicht hin, weil sonst werden wir zu lange aus der Mine brauchen. So, dann haben wir dann auch ein paar Eisensachen. Hm. Wir sind sowieso am Überlegen. Jetzt haben wir ja Eisen, dass ich jetzt schon mal langsam anfange, Eisenwerkzeug frei zu kaufen. Wir haben ja noch die Mittel des Geldes da. Hm, wäre eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich muss sowieso den nächsten Händler nochmal dazu holen, der dann auch mal ein paar Lebensmittel langsam anfängt schon mal zu verkaufen.
deswegen gucken wir erstmal, wie weit unsere Köchin mit Fleischsoße, nee, Fleisch mit Soße kommt. Na, schauen wir mal. So. Ach, schon wieder ein Tag rum, ey. Geht immer so schnell jetzt mittlerweile, wenn man schlafen geht. Aber na gut. So, hier einmal Eisenerz. Zack. Kupfererz. Zack. Salz. Und nochmal 65 Steine. Ja, das reicht definitiv. Dann haben wir jetzt 300 Steine. Das dürfte für eine Weile reichen. Und wir haben 29 Eisenbarren. Hm. Da könnte man doch das eine oder andere herstellen an Werkzeug, oder nicht? Hm. Das wird cool. So. Und dann reiten wir jetzt erstmal wieder nach Hause. Dann kann ich auch unterwegs nämlich nochmal Wasser trinken. Das wäre ja dann nicht so wild. Aber ich müsste... Genau, ich wollte sowieso nochmal schauen in der Technologie. Ab wann gab es das mit dem Bauhütte? Ah, hier Bautechniken. Das haben wir. Uns fehlen noch 1000 Punkte. Rohstoffe gewinnen oder halt Gebäude bauen. Weil mit der Bauhütte könnte ich solche Aufträge dann halt auch den Arbeitern überlassen. Dann sind wir ja wirklich nur noch Kontrolleur hier. Dann gucken wir wirklich nur noch zu. Das wäre cool. Stelle ich mir cool vor. Auf jeden Fall. So. Trinken wir mal was. Und dann gucke ich mir auch gleich nochmal die Felder an. Da muss ich dann nur aufpassen, wenn ich denn hier irgendwie noch was einzeichne. Und mich dann nachher umentscheide und das dann wieder abreißt. Nicht, dass sie das wieder schon fertig bauen. So, wie sieht's hier aus? Die Felder sind schon mal fertig hier. Sieht gut aus. Das Mohn wird gerade gemacht. Oh, ja, ja, ist okay. Hier wird gerade noch Hafer. Immer noch nicht angefangen. Ah doch, da hinten bei dem Feld haben sie angefangen. Na, hier das Feld ist auch soweit schon reif von allem. Und hier ist schon wieder Weizen gesät. Und hier auch. Okay. Ah, aber Hafer müsst ihr machen. Ihr müsst das Hafer noch abreißen hier. Ich hoffe... Ich kann ja nochmal gucken in der Verwaltung. In der Produktion... Ja, da fehlt jetzt nur noch in der Einschmiede jetzt natürlich noch was. Ja. Also... Und in der Dienstleistung... Kein Material... Die hat alle Säcke verkauft? Jetzt schon? Really? Alter, ist die... Moment. Das ist unsere einzige Diplomatin, die wir derzeit haben. Wie hast du dich denn... Du bist jetzt schon auf 10. Und das innerhalb von einem ganzen Jahr. Meine Güte, ist die gut. Ja, da muss ich ja natürlich neue Säckchen bauen. Das ist ja der Wahnsinn. Die hat mir schon Gaudi 2500 Münzen hier schon wieder reingelegt. Ich habe keine Säcke mehr. Ja gut, meine Arbeiter können ja noch die Stoffsäcke nutzen, aber ich habe keine Säcke mehr. Wie schnell ging das denn? Na gut, wir haben 1000 Leder. Da kann ich mal Gaudi mal 339 einfache Säckchen wieder machen. Aber trotzdem, damit habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet, dass sie so schnell im Verkauf ist. Oh. Die Schmiedestufe 3 ist angekommen. Oh. Die Schmiedestufe 3. Wir haben ja jetzt sowieso Abend, ne? Und ich könnte auch mal... Produktion, die dritte Schmiede ausbauen. So, dafür brauche ich aber den Holzhammer und jetzt bin ich überladen.
Weil ich habe jetzt hier noch ein paar Bretter drin. Das kommt da rein. Achso, ich habe ja noch die ganze Zecke. So, Eisenhammer holen wir uns wieder raus. Ich lege erstmal kurz die Säcke ab. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet, dass die mir das jetzt komplett verkauft. Also, so, ich hau erstmal die 300 Säcke rein. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir vielleicht bei ihr ein bisschen was im Marktstand verändern. Wie viel Säcke? Die verkauft 40 pro Tag. 40 pro Tag. Das ist schon heavy. So, wir haben noch 20 normale Eimer. Könnten wir da noch irgendwas hinzufügen? Wenn ich dir jetzt zum Beispiel... kurz hier. Zack. Wir machen nun mal 10% runter und sagen mal, wenn ich jetzt 10% Eimer einstelle, dann verkaufst du 6 Eimer am Tag. Okay. Nur für so wenig. Unsere Werkstatt produziert nicht mal ein pro Tag. Ja, jetzt hier nochmal ein bisschen runter und nochmal ein bisschen mehr auf Holzeimer gehen lassen. Dann kommt wenigstens einer pro Tag rum. Aber unser Markt, unsere Marktschreierin ist optimal. Die ist zu gut. Die ist zu gut. Selbst bei 6% verkauft sie 4. Ich kann das auf 1% stellen und dann verkauft sie trotzdem noch einen pro Tag. So circa. Also auf 2% 1,33, das wäre schon zu viel. Okay, ich muss es erstmal so belassen, weil ist too much. Too much. Das geht zu flink. So, jetzt haben wir hier alle drin. Jetzt werde ich nochmal ein paar Bretter rausnehmen. So, dann nehme ich nochmal 50 Bretter raus. Und ich brauche jetzt mal kurz meinen Hammer. So. Dann hacken wir hier nochmal kurz den Hammer drauf. Schmiedestufe 3. Oh. So, erstmal hier. Dann hier nochmal. So, da haben wir auch nochmal ein paar Bretter, die da rein sollen. Gut, hier auch nochmal. Dann ist das jetzt auch, glaube ich, die größte Schmiede, die wir haben, ne? So, hier brauchen wir sogar Steine für. So, na, ist ja kein Problem. Die Steine haben wir da. Das machen wir jetzt noch fertig. Weil unser Schmied muss ja weiter schmieden können. So, Steine, 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 Steine. Wo seid ihr? Da. Ich mach jetzt 43 raus, das reicht ja. Das siehst du, da fehlt eigentlich noch hinten ein bisschen Holz. So. Und hier nochmal die Steine drauf. Gut, Schmiede fertig. Jetzt sieht sie doch mal geil aus. Das gefällt mir. So. Besser ist sie jetzt nicht geworden, denke ich mal. Aber... wir werden wohl wahrscheinlich jetzt in der Verwaltung eine... achso, das ist, ja, das ist ein Kind. Ich wollte gerade sagen, hä? Wieso haben wir den? Und hier, der hat jetzt seinen Arbeitsplatz für kurze Zeit verloren. Du kommst jetzt natürlich wieder in die Schmiede. Hier unten. So, auch du bist jetzt Schmied. Wobei, als Jäger würdest du dich eher taugen, ne?
Warum hast du denn jetzt auf einmal 3 im Jagen? Hab ich da einen Fehler gemacht? Gut, ich guck mal kurz bei den Jägern, ob wir da noch irgendwie einen schlechteren Jäger jetzt drin haben. Aber ich glaube nicht, nicht bei unseren Jägern. Das heißt, erstmal Beruf wieder. Mutter, Landwirt, Jäger. 4, 4, 5, 4, 4, 4, 5. Nee. Einen schlechteren haben wir da jetzt nicht drin. So, Eisenwaffen brauchen wir jetzt noch nicht. Aber wir könnten ja jetzt hier schon mal so langsam die Eisensachen freikaufen. Holzstamm, Holzstamm, Stock. Na gut. Holzstamm. Na gut, mehr kann ich mir jetzt gerade nicht leisten. Noch nicht. Aber optimal. So. Nehmen wir uns mal kurz 30 raus. Ich habe ja jetzt hier noch ein paar Bretter und noch ein paar Steine. Nehmen wir die mal kurz wieder rein. Nehmen wir uns mal ein paar Eisenbahn. Schleifen uns da mal kurz rüber. Ist ja nicht so weit. Und machen uns nochmal so ein, zwei Eisenhämmerchen, würde ich sagen. Könnten wir auch schon mal anfangen. Achso, ich brauche ja Stöcke dafür. Ja, aha, da war was. Hier. Ja, 4, 4, 4. Na, das braucht 2. Ich brauche eigentlich Stöcke dafür. Da hatte ich Stamm und Stamm gesehen und Stamm gedacht. Ja. Nee, ich brauche ja Stöcke. Dann wandeln wir das Ganze mal erstmal nur in Eisenhämmer um. Das heißt nochmal zurückschleichen. Keiner gesehen, keiner mitgekriegt. Das schmeißen wir rein und nehmen uns Stock raus. Ja gut, kann ja 200 Stöcke rausnehmen. So, dann machen wir uns mal ein paar Eisenhämmer. So, Eisenwaffen, Eisenwerkzeuge, da haben wir sie doch. 14 Stück. Das sind jetzt die besten Hämmer, die wir herstellen können. Wunderbar. Da muss ich ja wirklich nah aufpassen, wenn ich nah ein für Sachen einstelle, dass das dann auch hinhaut mit dem Verkaufen. Gut. So, ich sollte mir aber trotzdem nochmal ein Eisenhammer, sollte ich mir doch nochmal rausnehmen. Der andere ist ja hier schon fast im Eimer. Ach, das ist doch jetzt ganz oben. E wie Eisen. Eisenhacke, Eisenpfeil, Eisensense, Eisenbolzen, Eisenhacke. Hä? Eisenhammer nicht dabei? Weil ich sie alle noch bei habe, ja. Gut. Jo, passt schon. So, alles bis auf 2 runter und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt wieder schlafen. Gute Nacht. Und dann ist es wieder Tag. Wunderbar. Und dann können wir hier nochmal was essen. Auch das passt. So, jetzt wird es ja auch nochmal stürmisch im letzten Herbsttag. Gut, dann können wir hier oben nochmal versuchen, weiter jetzt die Häuser fertigzustellen. Und wollen wir hoffen, dass die scheuen Leute das heute schaffen. Dass ich immer boxen will. So, fehlen nur noch Steine jetzt hier. Nochmal ein paar Bretter. Noch Stein und Holzstamm. Na gut, das kriegen wir hin. Das dürfte nicht so das Problem sein. Kommen wir jetzt dem Lager auch immer näher. Das heißt, ich nehme mir jetzt einfach mal nur Holzstämme und Stein mit. Immer mal anders. So, nehmen wir uns 20 Stämme mit. Dann sage ich nochmal 40 Steine. Das passt. Und dann einmal bis nach hinten schleifen, draufklöppeln, Eisenhammer quälen. Weil wir haben ja jetzt unentwegt Eisenhammer. Hämmer. Ich kann mir jetzt jederzeit wieder neue machen. Ist das herrlich.
Jetzt muss nur noch die Produktion hochgesetzt werden. Das ist halt noch so ein kleines Ding. Aber ich glaube, im Winter können wir uns dann halt auch schon die nächsten Leute holen. Das wird auch ganz cool. Das heißt, wir hätten dann hier noch mehr Arbeiter zur Verfügung. Dann brauche ich ja bald wieder neue Arbeitsplätze. Das ist ja mal der Wahnsinn. Ich brauche Arbeitsplätze. So, hier fehlen noch Bretter. Hier fehlen nur noch Bretter. Hier noch ein Stamm und dort noch ein Stamm. Okay. Nächstes Haus. Goodie. So, hier auch nochmal. Na komm. Die letzten Steine müssen noch rein. Da kann noch was rein. So, da nochmal. Gut, alle. Und es schüttet wie aus Eimern. Na gut, die Leute gehen gerade ihrer Arbeit nach. Dann hole ich mir jetzt halt wieder ein paar Stämmchen. So, nochmal 30. Ne, 30 waren zu viel. 10 müssen nochmal ab. 20 reichen. Sonst kann ich ja fast keinen Stein mitschleppen. So, dann nochmal 40 Stück. Und dann können wir weiter ansetzen. Ja, müssen wir mal gucken. Jetzt können wir ja denn die ganzen Gebäude mal richtig vollhauen, ne? Demnächst. Das wird cool. Wenn alle Produktionsgebäude dann mal wirklich produzieren auf Maximum. Das wird optimal. Aber man merkt, desto mehr Leute ich habe, desto schneller geht das auch voran. Im ganzen Betrieb hier. Wir leveln ja auch dadurch schneller. Weil immer mehr unsere Arbeit übernehmen. So, hier nochmal. Gut, das waren glaube ich jetzt die letzten Steinchen. Ja. Da habe ich keinen. Da fehlt noch ein Stamm. Gut, dann kann ich jetzt hier eigentlich schon das nächste Haus aufstellen. Da ist schon wieder der erste Eisenhammer kaputt. Okay. Oh, ja, ich... Schade, dass man sie nicht gleich hinstellen kann und sagen kann, jo, du bist gleich komplett Stein, ne? Dass man dann halt nur so kleine Anpassungen machen muss. So. Weil die Flechtwände, naja. Oh. Jetzt habe ich doch mal raus wieder was anderes gemacht. So, das ist da oben noch. Hier oben noch. Dann einmal außen rum. So, hier auch nochmal das Dach. Hier auch nochmal das Dach. Gut. Und hier die letzten zwei Holzstämme rein. Können wir uns die nächste Truhe holen. Jetzt sollte ich vielleicht mal... Nimm ich mal 20... Ne, nimm wir mal 50 von den Brettern mit. Und nimm mal kurz 10 Stämme. Und guck mal, dass wir hinten schon mal das nächste Dach beziehen können. Das wäre, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt. Wie sieht das voll cool aus jetzt hier mit der Straße? Mit dem Wohnviertel. Das ist glaube ich auch sogar das größere Wohnviertel von den ganzen hier.
aber nicht so weiter wild. So. Zack. Das läuft doch ganz gut. Machen wir jetzt noch die Charge hier, die wir jetzt bei haben. Mal 50, ich hätte 60 Bretter mitnehmen sollen. Dann hätte es vielleicht gereicht. Jetzt fehlen 6 Bretter. Na gut. Ah, hier noch ein bisschen Kladderadatsch an Holzstämmen. Aber die sind ja schnell alle. Haben wir hier noch genug rumstehen. Gut, aber nichtsdestotrotz müssen wir jetzt hier an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut machen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.